Jetzt. Ah! Jetzt. Gut. Und das Ruckel nervt mich auch. Muss ich sagen. Ich will einen neuen PC. Aber ich muss wahrscheinlich noch etwas warten. Brauch genug Geld dafür. Und das Geld habe ich momentan nicht. Und was wir einsammeln, was für uns nötig ist, ist immer gesperrt. Das ist also noch nicht... Schön. Aufnehmen. Das ist also noch nicht für unser Level geeignet. Hier und die hier. Stufe 7 und wir sind Stufe 6. Hebel drücken. Besser er jetzt ziehen wäre. Ui. Runter. Ihr habt eine leichte Verletzung erlitten. Ja, schön. Zwei geringe Verletzungen am selben Ort rufen eine schwere Verletzung hervor. Verwenden Sie Bandagen oder bleiben Sie 5 Minuten nahe eines Lagerfeuers, um eine geringe Verletzung auszukurieren. Da steht 3 Minuten. Habe ich Bandagen? Jupp, hier. Und auskuriert. So schnell geht's. Jetzt die Fliege nervt. Und ich habe keine Fliegenklatsche und ich will sie nicht mit der Hand klatschen. Und weiter geht's. Und für nur eine einzige Fliege will ich auch keine Fliegenfalle aufhängen. Ach, Lagerfeuer. Das ging leicht. Auch schon wieder nichts für uns. Dann heilen wir uns jetzt mal im Lagerfeuer. Und weiter geht's. Aber Lagerfeuer bedeutet meistens... dass ein großer Gegner in der Nähe ist eigentlich oder ziemlich bald kommt. Sag ich doch. Flea Bottom. Fliegenarsch. Oh Gott, ich habe mir noch nie die Namen, Gedanken über die Namen gemacht, aber der Typ heißt ja Fliegenarsch.
So, das ging ja. Puh, konzentrieren, aber trotzdem. Trank trinken. Und mit dem quasseln. Gott, ja, super. Ich war am Diebstahl der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher. Aber da Karsof mich hier meinem Schicksal überlassen hat, bin ich niemandem mehr zu etwas verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karsof verkrochen hat und auch, wo er die Krone versteckt hält. Erinnert diesen verräterischen Hund daran, dass Loyalität für beide Seiten gilt. Am besten, während ihr ihm eure Klinge in die Gedärme dreht. Gerne, wir werden sehen, was sich da tun lässt. Uiuiui. Und wir kriegen die Schuhe, die Abenteuerstiefel. So sehen sie aus, ganz einfach. Annehmen. Und anlegen. Ausrüsten. Besser als das, was wir vorhatten. Sehen auch besser aus, etwas. Allgemein ist es aus, ist die Rüstung noch nicht sehr schick. Ah, da ist noch was. Grausame Ikone. Wie ist die denn? Für welche Klasse? Glaubenskleriker. Die Heilerklasse hat was Grausames. Wow, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet irgendwie. Was kriegen wir dadurch? Ui. Ist das etwa eine Truhe? Ja, der Schatztruhe. Oh, Longschwert brauche ich nicht, aber Diebstahlpaket, super. Ein bisschen Kohle, Heiltränke, alles. Das ist doch nett. Haben wir auch noch die Truhe da gefunden. Und dann können wir jetzt ja raus. Ladebildschirm. Ja. Ach Mensch, eigentlich müsste ich lernen für die Prüfungen, aber ich habe keine Lust. Nur deswegen. Wo sind wir? Ach, da sind wir rausgekommen, oder? Ich erinnere mich noch an Black Lake. Dann gehen wir die Quest hier gleich mal ab. Leben war. Todesraten. Godwin hat uns alles verraten. Wir wissen, wo sich Karsof versteckt und auch, wo er die Krone aufbewahrt. Mhm. Mit etwas Glück haben wir sowohl ihn als auch die Krone, bevor der Tag zu Ende geht. Abschließen! Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Zu erwerben oder erneut zuzuweisen. Ja, ja. Von Godwin haben wir die Information, dass Karsof in einem Haus in der Nähe Unterschlupf gefunden hat und sich die Krone im Hauptquartier der Nasher befindet. Meldet euch bei der gefreiten Zoe Fargo, sobald das Gebiet gesäubert ist. Sie hat ein Auge auf das Haus, in dem sich Karsof versteckt. Machen wir! Nehmen wir an und machen U. Sind ja gerade aufgestiegen. Eine neue Kraft. Schön. Wir haben jetzt Platz für eine weitere Begegnungskraft. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas da ist freigeschaltet worden. Zehn Punkte und Stufe 10, wir müssen... Was nehmen wir denn? Schattenreise? Nö. Nimm mal Dunkelspiral-Aura, das ist ja mit die Attacke, die ich noch am meisten verwende. Black Lake, auf Rang 2. Zum Leben war. Okay, dann schließen und weiter geht's. Das Black Lake Viertel ist sehr gefährlich. Nö. Gehen wir mal weiter. Müssen ja noch eine Warnung anbringen und noch ein paar Schlammproben nehmen. Dann können wir uns mit Zoe Fargo treffen. Was war das? Keine Ahnung.
kümmern wir uns erstmal um die Warnung. Ach, da ist ein Stein. Wir haben Post. Schön. Das ist ein Ausspähstein. Nein. Die Ruinen. Ach, schön. Eigentlich nicht so schön. Das sind ja immer nur Ruinen. Da bringen wir die Warnung an. Eschmedaillezellen. So. Und dann geht's weiter. Den Schlamm sammeln. Im Schlamm wühlen. Auch nicht gerade. Brennschlammprobe. Brennender Schlamm. Jetzt. Aber manchmal reagiert die gar nicht. Das nervt gerade. Und jetzt. Manchmal reagiert sie auf den Klick gar nicht. Tropfschlammprobe. Und noch mehr Schlammzombies. So, und da hinten ist die letzte Schlammprobe, die wir sammeln müssen. Bäh. So, die sind auch alle erledigt. Da haben wir Schwimmschlammprobe. Da ist auch noch was. Schützendes Amulett. Müssen wir auch gleich mal gucken mit den Amuletten, wenn wir wieder in Sicherheit sind. So, das geben wir hier mal ab. Zur Alchemistin. Hervorragend! Mit diesen Proben kann ich endlich bestimmen, ob der Schlamm tierischer, pflanzlicher, mineralischer oder untoter Natur ist. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig für meine Forschungen. Es gibt Gegenmittel, die auf untoten Schlamm katastrophalste Wirkungen haben können. Glaubt mir. Es sind Zombies, Schlammzombies rumgelaufen, also würde ich mal tippen, auf untot tippen. Und wer tierisch und pflanzlich, wenn es tot ist, nicht auch untot? Naja. Neverwinter, eigenes Universum. Da darf man nicht mit Logik kommen. Für die, die den Schlamm wissen wollen, was der Schlamm hier ist, die drücken jetzt auf Pause. Und die eine Info haben wollen, die zwischendurch mal, hier ist Kasov. Die drücken jetzt auf Pause. Und dann geht's weiter. So, Fargo treffen, aber wir kehren erstmal zu Rannigan zurück. Damit wir die eine Quest schon mal abschließen können. So viele Leute. Ach, wie schön. Ja, ich find's schön, wenn viele Leute da sind. Oh. Vor allem, je genauer ich hinschaue, umso mehr scheint es, dass die Ashmadai überall ihre Klauen im Spiel haben. Ich mag's, wenn viele Leute da sind. Vor allem, weil man, wenn man keine Kills klauen kann. Wenn die Kills für alle gelten, die wir haben getan, dass wir konnten. Mitgekillt haben. Das liegt bei den Nashern. Meinen Dank für eure Hilfe.
Vielleicht werden wir uns wiedersehen. Jetzt muss ich mich erst einmal wieder an eine andere Untersuchung machen. Viel Glück bei euren eigenen Abenteuern. Danke, Quest abschließen. Dann geht's jetzt zur... Ach, die wird die Quest auch noch machen müssen. Schön. Die Tieflinge erkennt man immer recht leicht am Schlamm, am Schwanz. Und an der Kugel, die um ihr herum schwebt, erkennt man, dass sie ein taktischer Magier ist. Der hier auch. Oder die taktische Magier. Die haben so eine Kugel neben sich rumschweben. Das ist deren Waffe. Ich weiß, dass ihr tot sein werdet. Und zwar jetzt. Um nichts zu fallen lassen, schade. Ach, ich wollte doch noch. Hinterlasst keine Zeugen. Aber nicht hier. Best so. Ich wollte ja noch im Inventar gucken, was wir ausrüsten können. Hab ich total vergessen. Aber reden wir erstmal mit Zoe. Zum Glück ist euch nichts passiert. Ihr habt den Näschern ordentlich eingeheizt. Ach, gerne wäre ich dabei gewesen. Aber ich konnte das Versteck nicht aus den Augen lassen. Wie es aussieht, wissen sie inzwischen, dass wir ihnen auf der Spur sind. Jo, das kann man nicht verbergen. Die Näscher haben als Ablenkung ihr Versteck angezündet. Aber ich habe Karsow nicht herauskommen sehen. Vielleicht erwischen wir ihn noch im Inneren. Und ich werde euch begleiten. Karsow hat auf meinen Kopf einen Preis ausgesetzt. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Gefährten kann man immer gebrauchen. Vor allem den Abenteuerrucksack, mir in ein paar Plätze. Dann gucken wir mal. Wir haben ja so viel. Nehmen wir Verteidigung. Erholung, kritischer Treffer, Erholung, Lebensentzug, Verteidigung. Und meine Schwester, ich glaube, mit kritischer Treffer ist man eigentlich immer recht gut ausrüstet. Zumindest rüste ich das meistens so aus. Mehr Schaden. Und das war hier oben der Platz, um den Hals herum. Jetzt... Du stehst im Weg. Da, jetzt. Nasher versteckt, betreten. Und weiter geht's. Ui, es brennt. Schön, Feuer. Oh, geheilt sind wir. Ah, da kommt sie. Ah, Vollstrecker, stirb! Sterbt alle, ihr Näscher. Jeder, der sich mit mir anlegt, hat sein Leben verwirkt. Raus da! Vor allem du, Hexer, stirb! Jetzt. Ma. Nimm so. Blut einsammeln. Ah, Rückstand ist auch gut. Braucht man zwar auch erst mit den Berufen, aber das braucht man so oft. Ach, hab ich da was? Ja, ich hab was glitzern sehen. Ah, und das Diebstahlpaket, was wir... Geh weg da! Oh, Mensch. Jetzt... Jetzt. Oh.
Das war eine schwere Geburt.